Ring, 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 Hashtag Lappenalarm. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von eurem Lieblingspodcast-Format Whatever. Herzlich willkommen zu Hashtag Lappenalarm. Mal wieder zu einer regulären Ausgabe, nachdem die letzten beiden Episoden noch eher so specialmäßig unterwegs waren. Ich begrüße alle 127 Zuschauer auf beam.pro/franzhockt. Es freut mich immer, wenn ein paar mehr Leute mehr zu gucken bei Hashtag Lappenalarm. Es ist wunderbar heute. Wir haben einige Dinge vor. Ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben und zwar auf Kinderriegelpapier, weil ich das kann. Wunderbar. Also 15 Minuten labere ich wieder ein bisschen vor mich hin, grüße ein paar Superfriends und whatnot und dann könnt ihr anrufen und wir machen das heute über ein neues System, über ein neues Programm, nutzen nicht mehr Skype, dazu werde ich auch gleich noch weiter eingehen und natürlich reden wir über die Raw-Ausgabe, die für einige sehr fantastisch wirkte. Über SmackDown können wir leider nicht reden, weil, wie ihr wisst, kommt Lappenalarm jeden Dienstag auf eine Live-Plattform, eurer Wahl, nein, nur beam.pro/franzhockt aktuell als Podcast-Version in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch, wenn ich das zeitlich hinbekomme und als Videoversion auf YouTube am Mittwoch um 20 Uhr. Darüber reden wir gleich nochmal. Genau. Und das ist ein Format, wo ihr mit mir interagieren könnt. Ihr könnt mich anrufen, eure Fragen stellen, eure Meinung darlegen zu Raw, zu Wrestling Games, whatever. 2K70 News gab's auch so. Ein paar kleine reden wir vielleicht auch nochmal darauf. Und ach, keine Ahnung. Ja, bevor ich hier mit irgendwas anfange und meine Themenliste abarbeite, möchte ich gerne mich bedanken bei den Leuten, die so ein Format wie Lappenalarm möglich machen. Lappenalarm ist ein Format, was in dieser Form niemals auf YouTube existieren sollte, welches sich nicht rechtfertigt von der Zeit her, die ich dafür opfere, obwohl es nicht so wirklich krass viel ist, aber von den Klickzahlen her und wie ich das vermarkte und so weiter, hat es laut YouTube-Algorithmus eigentlich nichts dazu zu suchen. Aber es ist ein Herzensprojekt und es ist ein Format für euch und für die Ultra-Hardcore-Whatever-Friends, die es auch mal schaffen, ein 2-Stunden-Video sich anzugucken, ohne, weiß ich nicht, an Langeweile zu sterben und, weiß ich nicht, im Hintergrund einfach irgendwas laufen zu lassen. Und dieses Format wäre nicht möglich ohne die Unterstützung meiner Superfriends. Ihr wisst gar nicht, wie schlecht meine Statistiken aktuell bei YouTube sind, weil ich den letzten Monat viel zu tun hatte, beziehungsweise andere Prioritäten hatte. Viel zu tun ist immer relativ. Und ohne den Support meiner Superfriends, die mich monatlich mit 5 Euro unterstützen, das ist sowas wie ein Abonnement, wie bei Twitch, nur cooler, wäre es nicht möglich, solche komischen Formate weiterhin zu machen. Diese Leute möchte ich gerne einmal grüßen, denn diese unterstützen mich, wie gesagt, monatlich mit 5 Euro, bekommen Videos alle früher zu sehen, bekommen Stream-Replays und bekommen eine exklusive WhatsApp-Gruppe und das ist richtig toll. Ich grüße alle aktuell 43 Superfriends. Here we fucking go. David PXT, der Domne, der Dortmunder, Exirusse, Hannes, Henry, Scholchen, Maxi, Philipp, Roman, Sascha, Sven, Zunächster, dann der Torben, Tobias, Arthur, Mikey, Kai, Markus, Erik, Wamba, Lukas, Moritz, Johannes, Paul, Martin, Olli, Gnomi, also der Kevin, André, Dominik, der Edeljobber, Lumix, WWE, Chris Plath, Weizenbrot, CFC, Ada, Impf, dann ein weiterer Olli, ein weiterer Dominik, dann eine gute Sibbe, der dumme Dummkopf, das ist der Finn, und Sinua und Hermes LP sind die neuesten Superfriends. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht fantastisch? Und natürlich würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr das als Podcast-Version hier hört, einfach mal eine positive Bewertung dazu lassen auf iTunes. Entschuldigt mich bitte, ich bin etwas aus dem Konzept, bin etwas sehr, sehr müde. Ich habe noch 2 Prüfungen vor mir, wenn ich das hier gerade aufnehme. Am Mittwoch schreibe ich noch Englisch, das ist nicht das Problem, aber ich muss noch ein Essay dazu schreiben. Ich schreibe ein Essay über das Thema Bitcoin, das wird sehr lustig. Und am Donnerstag schreibe ich für mich wahrscheinlich mit die schwerste Prüfung in Netzwerke. Und da muss ich sehr viel lernen und wie ihr mich kennt, bin ich faul und schieb alles vor mich hin und mache dann einfach gar nichts und gucke Serien. Und deswegen fange ich einen Tag vorher an. Okay. Alles klar. Stream Replays kannst du auch ohne Superfans schauen. Aktuell ja noch, aber bald nicht mehr. Das ist aktuell eher, weil ich keine Zeit habe, das alles ordentlich einzustellen. So. Wir haben ein paar Themen vor uns. Raw. Hey, der Brand Split. Was geht denn ab? Battleground war die letzte große Veranstaltung vor dem Inkrafttreten des Brand Splits, ja. Battleground habe ich ja bei Live Reactions schon gesagt. Kann man so, also ich würde es einfach mal so als mittelmäßig gut bezeichnen. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Ein paar Matches waren ganz cool. Ein Match of the Night war natürlich Kevin Owens gegen Sami Zayn. Und dann
An dem kam eigentlich fast nichts heran, würde ich einfach mal behaupten. Ein paar Lowlights gab's, aber ansonsten habe ich mich ganz gut unterhalten gefühlt und ich bin nicht doll eingeschlafen während der Show, bis auf vielleicht während dem Highlight-Reel. Dafür war die Raw-Ausgabe einen Tag später umso besser. Falls ihr keine Spoiler hören wollt, dann müsstet ihr jetzt ausschalten. Raw war sehr, sehr interessant. Ich habe es live geguckt, so wie man Raw und allgemein Wrestling gucken sollte, nämlich live, wie es sich nämlich gehört, wenn es nicht gerade geschnitten werden muss, wie bei Lucha Underground oder sowas in der Art, dann sollte man Raw live gucken, wenn man die Möglichkeit hat, weil es immer ein Unterschied, ob man es live guckt oder on Tape. Ihr guckt ja auch keine Fußballspiele on Tape later, ne? Also, Raw. Was da alles passiert ist, also ich hätte nicht gedacht, es gab ja diese zwei Fälle Four-Way-Matches, die jeweiligen beiden Gewinner sind dann im Main-Event aufeinander gegeneinander angetreten und davon der Gewinner tritt dann gegen den guten Seth Rollins an bei SummerSlam, jetzt kommt's um eine weitere World Championship. Also, diese heißt jetzt Universal Championship. Sie haben wahrscheinlich versucht, irgendwas zu finden, was größer ist als die World Championship, so, ne, als Titel oder so. Ich hätte es ja lustig gefunden, hätten sie gesagt, ja, größer als die Welt ist ja wohl die Galaxie. Und dann kommt SmackDown an und übertrumpft die dann mit der Universal Championship oder keine Ahnung. Denn was ist größer als das Universum? Genau, die Dummheit der Menschheit. Das habe ich irgendwie, das ist egal. What, Franz? What? Man kann darüber denken, also viele haben sich über den Namen aufgeregt, mir ist der Name relativ egal. Ich habe in Lappenmann-Namen des Öfteren schon erwähnt, dass ich nicht dafür bin, wieder zwei World Titles einzuführen. Ich weiß, viele von euch haben sich das wieder gewünscht, aber ich bin strikt dagegen. Aber wenn sie das so haben wollen, meinetwegen. Umso cooler war am Ende der letztendliche Gewinner der Show und wo ich am Ende sagen konnte, da fräse ich ja wohl einen Besen, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Finn Balor darf tatsächlich den guten Roman Reigns clean besiegen und das Unmögliche möglich machen und ist direkt bei SummerSlam gegen Seth Rollins in einem Dream Match, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ansonsten hatten wir auch ein Match um die Women's Championship und zwar ist Sasha Banks gegen die gute Charlotte angetreten und was ich auch nicht gedacht hätte, Sasha Banks darf einfach gewinnen, einfach so. Hätte ich nicht so, bin eher davon ausgegangen, dass es irgendwie ein Fuck-Up-Finish gibt und dann das letztendliche Match bei SummerSlam, dafür wird's dann, ach, keine Ahnung, ich hoffe nicht, dass Nia Jax dann irgendwie hochgepusht wird automatisch. Naja, ansonsten gab's, also, die Raw-Ausgabe hat mich sehr gut unterhalten, es gab ein paar Lowlights für mich persönlich, weil ich ja Nia Jax-Fan bin und ich die überhaupt nicht leiden kann, dass die jetzt auf einmal da ankommen, ey, fucking Legdrop als Finisher, was geht denn ab? Ansonsten Braun Strowman, der neue Look, fand ich sehr, sehr interessant, ich habe bei Twitter geschrieben, ist wo mein zukünftiger Look, Hashtag Braun Strowman, ne? Muss aber noch ein paar Jährchen warten denn bei meinem kleinen Bartwuchs. Naja, was war noch so bei Raw? Was habe ich denn noch irgendwas? Habe ich noch irgendwas Krasses verpasst? Irgendwelche coolen Fäden? Neville ist zurück, war langweilig. Keine Ahnung. Naja. Ich weiß es nicht ganz. Genau, schreibt mal eure Meinung. Wir hören wahrscheinlich später noch Meinungen von den Friends von zu Raw und was nicht alles. So, jetzt gehen wir kurz darauf ein, was machen wir mit Lappenalarm? Ihr habt ja gehört, jetzt muss man sich ja anscheinend SmackDown angucken. Ne? Zum aktuellen Zeitpunkt ist SmackDown noch nicht gelaufen. Und jetzt ist natürlich die Frage, nee, was ich noch sagen wollte, Moment. Erstmal finde ich, viele haben geschrieben von wegen beste Raw-Ausgabe seit langem. Ich bin aber persönlich der Meinung, das habe ich bei Twitter geschrieben, die WWE, wenn sie wirklich in Zukunft auch interessant bleiben wollen, dann sollte das Standard sein. Und darauf sollten sie aufbauen. Und das sollte nicht das Highlight werden im Jahr, weil so ultra gut war die Ausgabe nun auch nicht. Und selbst diese Show hatte Lowlights. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn sie wirklich diesen Konkurrenzgedanken in Zukunft aufbauen wollen, sollte das Standard sein. Und man sollte sich auf jede Raw-Ausgabe freuen. Ja? Okay? Und dann kann man darauf aufbauen. Und SmackDown soll natürlich auf dem gleichen Level sein. Und da könnt ihr mir jetzt nicht sagen von wegen, aber das war schon krass, das können sie auch nicht jede Woche abliefern. Moment. Also ich denke schon, dass die Worker dazu locker in der Lage wären, tolle Matches zu liefern. Eine Mischung aus Comedy-Segmenten, dieses Pokémon Go-Gedöns war auch okay. Und weiß ich nicht, Oldschool-Elementen wie Squash-Matches, über die man streiten kann. Das kriegt man auch jede Woche hin, so. Und Sachen zu booken, so zu booken, dass Leute am Ende zufrieden sind oder teilweise Momente bekommen, wo sie immer mal wieder denken, ach cool, dass die WWE auch mal das macht, was viele Leute freut und man nicht erst Monate warten muss, bis man wieder sich dran erinnert, ach stimmt, Wrestling war ja auch an manchen Stellen auch mal cool. Naja, das sollte nicht das Problem sein. Ich hab's schon bei der Preview gesagt, bei Martin im Stream.
was hatte ich da gesagt? Genau, es sind einfach viel zu viele Writer, ne? Raw wäre wahrscheinlich, und Raw und SmackDown wären wahrscheinlich tausendmal besser, würden nur zwei Leute die Show schreiben. Und die würden sich nur wirklich darauf fokussieren und nicht 50 Leute, und die versuchen irgendeinen Kompromiss zu finden, der den geringsten Widerstand bietet. So, ja, wir müssen gucken, was SmackDown bietet, und da kommen wir schon zum nächsten Problem. Lappenalarm nehmen wir immer dienstags auf und können jetzt nicht wirklich auf SmackDown eingehen und immer erst eine Woche darauf später eingehen. Man könnte überlegen, ob man Lappenalarm-Tag später bringt. Problem ist nur, dann müsste Lappenalarm donnerstags kommen. Und dementsprechend wären dort keine Challenges. Das will ich aber nicht, da ich Challenges gerne sonntags aufnehme, für Dienstags, Donnerstags und Samstags, und ich das Format eigentlich ganz gut finde. Müssen wir gucken, wie wir das in demnächst machen. Wenn ich jetzt gleich Ferien habe in einer Woche, dann könnte man mal überlegen, auf das zu testen. Whatever. So, ansonsten würde ich gerne kurz auf die Community eingehen von mir. Ich bin sehr stolz auf meine Community im Allgemeinen, vor allem auf die Leute, die meine Streams gucken. Die betrachte ich allgemein als sehr cool, als sehr smart, als, wie soll ich sagen, sehr tolerant und als sehr aufgeschlossen. Auf YouTube allerdings wird die Gelegenheit, Zuschauer, das kann man eigentlich fast für alle YouTube-Communities sagen, da muss ich mich manchmal echt am Kopf fassen. Ich bin schon sehr zufrieden, dass bei mir nicht irgendwie mit Beleidigungen gegenüber anderen Zuschauern umhergeschwafelt wird, sondern dass mir es einfach auf den Sack geht, dass immer noch Leute, die mich seit Monaten verfolgen, nichts Besseres einfällt, in die Kommentare zu posten, als über mein Aussehen zu reden. So, ihr wisst doch mittlerweile, dass, also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mir ist halt egal, was ihr zu mir sagt, aber das geht mir einfach auf den Sack, dadurch, dass das immer noch interessiert. So, Haare zu lang, dann, was ist das für ein scheiß Bandana? Franz rasier dich nicht. Ach, Bart ist zu lang, rasier dich wieder. Das ist ein ewiger Teufelskreis. So. Könnt ihr das nicht, also ich verstehe das nicht. Habt ihr nichts Besseres zu tun und könnt ihr nicht über Wrestling reden oder was auch immer? Naja, whatever. Gut, dann habe ich noch ein kleines Geschenk für euch. Und zwar habt ihr eventuell schon ein paar Dings gesehen bei Facebook, beziehungsweise ich habe die gepostet. Ich zeige euch einfach mal. Ich habe ein paar GIFs erstellt aus den letzten Live-Reactions. Die könnt ihr gerne nutzen für whatever, für irgendwelche Memes oder was auch immer. Ich zeige euch das Ganze einfach mal. Bei Imgur habe ich die euch hier hochgeladen. Gehen wir mal kurz auf meinen Desktop. Sehr schön. Könnt ihr euch mal reinziehen. Vielleicht habt ihr eine Menge Spaß damit. Ich poste euch den Link einfach mal in den Chat. Vielleicht könnt ihr dann einfach, wir können euer Portfolio aufbauen an Franz Zock GIFs. Und mal sehen. Da sind ein paar Perlen dabei, wie ich finde. Hier, der Enzo-Move ist ganz gut. Den habe ich auch schon gepostet. Ihr könnt auch gerne Titelbeschreibungen bzw. Captions irgendwie euch ausdenken und mir in die Kommentare schreiben. Hier, one word to describe you. Wo haben wir? Hier, da hatte Dings gewonnen, da hatte Breezango gewonnen. Da ist, glaube ich, Big E auf den Nacken gefallen. Da kuschel ich mit meinem Booster. Da ist Seth Rollins reingekommen. Da mache ich einen auf Shane McMahon. Das ist Demi Zayns Ende. Da kommt Bayley raus. Da Brainbuster. Naja, und so weiter und so fort. Könnt ihr euch ein paar wunderbare Titel aussuchen. Vielleicht habt ihr ein bisschen Spaß damit. Ansonsten noch ein paar kurze Infos, bevor wir, ja, 2 Minuten noch. Videodays und Gamescom. Gamescom sieht sehr gut aus. Also donnerstags und freitags bin ich da, mittwochs auch, da habe ich einen Termin bei 2K, wieder Interview mit Bryce Yang, mit Chris bin ich da unterwegs. Das wird sehr, sehr lustig. Also mittwochs sollte ich reinkommen, wenn alles klappt. 2K, die sind da immer relativ hilfreich in Sachen Tickets bekommen und whatnot. Und was ich vergessen hatte, ich hatte mich irgendwie vor 5 Monaten oder so mal bei den Videodays angemeldet. Und jetzt schreiben die mir tatsächlich eine Mail. Ich möchte euch das nochmal kurz vorlesen, beziehungsweise kurz anlesen. Blablabla. Liebe YouTuber, danke für deine Anmeldung für die Videodays 2016 in Köln. Hiermit bestätigen wir dir nun und offiziell deine Teilnahme und freuen uns sehr, dass du mit dabei bist. Da uns einige YouTuber darauf angesprochen haben, ob sie die in der Anmeldung angegebenen Autogrammzeiten noch ändern können, fragen wir an dieser Stelle auch nochmal bei dir nach. Wann kannst du und möchtest du blablabla Autogramme geben? Blablabla, bin ich dabei? Blablabla. Das ist die Frage. Ich weiß nicht, ich hoffe einfach mal, dass ein Ticket mit dabei ist, weil ich habe mir noch kein Ticket geholt. Soll ich mir tatsächlich da einen Vertrag aufgaukeln lassen? Aber dafür dann, weiß ich nicht, gerade das Ticket bekommen. für einen Tag, wo ich eh nicht bei der Gamescom bin, sondern bei den Videodays dann an dem jeweiligen Samstag. Und dann einfach Autogramme geben. So, ich meine, da kommen eh bloß 2 Leute hin, aber ihr hättet einen festen Punkt, wo ich bin wahrscheinlich. Und ich gehe eh nicht viel rum und ich könnte wahrscheinlich chillen. Das wäre, glaube ich, ganz lustig. Vielleicht kriege ich auch Geld für die Autogramme, das wäre ja lustig. Also für den Vertrag oder keine Ahnung. Ich lasse mir wahrscheinlich einfach mal einen Vertrag zuschicken und guck mal, was da so steht. Naja.
Irgendwie sowas in der Art. Genau. Und mehr habe ich erstmal nicht zu sagen. Mehr habe ich nicht auf meiner Themenliste. Und wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von 15 Minuten meine Themenliste abzuarbeiten. Wir haben echt eine Menge zu belabern. So, naja, gratis Ticket, darum geht's nicht. Ich wäre ja sowieso da gewesen. Naja. Wir haben uns unser System geändert von Skype auf Discord. Discord ist ein wunderbarer Mix aus Skype und Teamspeak, bloß in cool und in möglichst viel, auf möglichst vielen Plattformen kompatibel, kostenlos und relativ easy. Ihr könnt einfach diesen Discord-Server joinen oder den Beam Pro Stream, findet ihr einen Link, join Discord Server, dort könnt ihr dann einfach in den Sprachkanal gehen, Lappenalarm Wartehalle, wenn ihr in dieser Wartehalle seid, signalisiert ihr mir, dass ihr jederzeit bereit seid, reingezogen zu werden, zu mir ins Gespräch, in die Aufnahme. Und das Coole ist, ihr könnt euch in der Zwischenzeit einfach mit den ganzen anderen Friends unterhalten, damit euch nicht langweilig ist. Außerdem könnt ihr diesen Lappenalarm, diesen Discord-Server auch nutzen, um euch während Pay-Per-Views oder Veranstaltungen auszutauschen. Das heißt, das könnt ihr nutzen als zentralen Treffpunkt für Friends, um euch auszutauschen als Chat, um miteinander zu zocken, WW2K16, falls ihr irgendwelche Extra-Räume haben wollt, einfach mir Bescheid sagen und ich richte das ein. Wie sieht es eigentlich mit der WWE auf der Gamescom aus? Genau, exklusive Info, 2K17 wird auf der Gamescom vorhanden sein, für die Presse auf jeden Fall. Letztes Jahr gab es ja 2K16 nicht zum Anspielen, aber dort hieß es auch schon für die Presse ohne Hands-on-Möglichkeit, ohne Anspielmöglichkeit. Diesmal steht dabei mit Hands-on-Möglichkeit. Das heißt, die Presse wird auf jeden Fall anspielen können. Und wenn die Presse anspielen darf, so gehe ich davon aus, so war es in den letzten Jahren bei 2K, dann wird auch wieder ein normaler Stand vorhanden sein. Deswegen sehe ich sehr gute Chancen, dass 2K17 dieses Jahr auf der Gamescom anspielbar sein wird. Und ist ab 16 natürlich wie immer, das solltet ihr beachten. Gut, ich bin bereit, die ersten Anrufe rein. Und wir gucken einfach mal, wie sich das so entwickeln wird. Ich weiß, dass Perkix nicht viel Zeit hat, er ist im Stress. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, zieh mir Perkix rein, damit der Wähler, keine Ahnung, fertig wird. Mit was auch immer, was er noch haben möchte, weil der ist wahrscheinlich genauso im Stress wie ich. Aber ich bin nur im Pseudo-Stress und red mir einfach nur ein. Hören wir mal rein, was Perkix zu sagen hat. So, Perky! Klappt ja super. Mal sehen, ob vielleicht ist Perky auch gerade nicht da. Wahrscheinlich hat Perky auch noch das Konzept noch nicht verstanden, dass wenn man in der Wartehalle ist, dass man bereit ist für irgendwas. Naja, vielleicht kann er mir noch ein Signal geben, sobald er ready ist. Anscheinend möchte er gerade nicht. Dann nehmen wir einfach jemand anderes. Und zwar nehmen wir den guten Snapcheck. Mal sehen, was er zu sagen hat. Hallo. Hallo. Hallihallo, stell dich doch mal kurz vor. Mein Name ist Max, ich bin 15 Jahre alt und gucke Wrestling schon seit gut 6 Jahren. Das freut mich doch. Wann? Ach, mit 9 angefangen. Das ist ein okayes Alter. Was sagst du? Nee. Anders. Über was möchtest du mit mir reden? Worüber darf ich dich belehren? Eigentlich alle. Wie bitte? Such dir ein Thema aus. Ich soll mit Thema aus. Moment, so funktioniert Lappenalarm nicht. Oh ja, ich bin Lappen, tut mir leid, ich kenne das nicht. Ja klar kenne ich Lappenalarm, aber. Okay. Pass auf. Was geht denn bei dir so ab? Wie läufst du bei dir im Privatleben? Wo sind deine Sorgen? Wo sind deine Probleme? Wie kann ich dir helfen? Ich als Ultralappen weiß, wie man. Meine Sorgen ist, dass Reigns irgendwann nochmal Champ wird. Meinst du? Was würdest du sagen, ist die nächstmögliche Championship für Raw, für Reigns? Wird er wirklich irgendwann, wenn er wieder Champion wird, wird er es als Universal Champion sein? Oder meinst du, er wird irgendwie mal IC Champion oder sowas? Denke ich nicht. Ich denke, die werden ihn weiter immer Main Event pushen. Viele haben auch zum Beispiel den Sieg von Bärler, den cleanen Sieg von Bärler gegenüber Reigns auch als Burying-Symbol genommen, dafür, dass Reigns halt suspendiert wurde. Und keine Ahnung alles. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, das ist einfach bloß, um die Fans ein bisschen was vorzugaukeln, um dann später einfach wieder die alte Schiene durchzuziehen? Ja, ich würde sagen, die werden jetzt erstmal Baylor ein bisschen pushen eben, dass wirklich erstmal die Fehde zwischen Baylor und Rollins kommt. Und sobald die Fehde vorbei ist, geht's direkt wieder mit Reigns weiter, ist meine Meinung. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wie findest du es? Also warte mal, wie fandest du Raw allgemein? Wir haben noch gar nicht über das Design, Set und Stage und so geredet. Ich sag noch mal ganz kurz meine Meinung. Ich finde die ganze CI, ist das die Abkürzung dafür? Keine Ahnung. Ich finde die ganzen Grafiken und so weiter, finde ich sehr, sehr gut. Die haben einen schönen Anfang 2000er viel mit sich. Also weil das vom Design her relativ ähnlich ist, von den Farben, plain und simple. Ich war ja auch einer der wenigen Leute, die gesagt haben, denen das neue Logo gefallen hat. Ein neue alte Logo, wenn man so möchte. Ich finde die Stage ziemlich cool. Ich finde Corey Graves als Kommentator super. Ich mag dieses Ding, was sie auch schon bei NXT
nutzen als Stilelement, wo sie vor dem Kommentatorentisch stehen und dort immer irgendwelche Ansagen machen, dass der Kommentatorentisch jetzt wieder bei der Stage steht, die neue Stage an sich. Das finde ich alles ziemlich cool, das gefällt mir auch sehr gut. Ich mag die das Intro, finde ich cool, die Musik aber nicht, weil mir das zu modern ist. Diese Scheißmusik, das ist mir nicht edgy genug, das ist so, weiß ich nicht, so glatt geschliffen für mich, das ist so, keine Ahnung, hat keinen Impact, diese Musik für mich. Naja, aber ansonsten vom Look and Feel finde ich Raw super. Was sagst du dazu? Ja, kann ich mich bloß anschließen. Also wirklich, der Song ist der größte Rotz. Da waren die letzten viel besser. Ja, naja, ich mag auch die letzten nicht. Ich überlege gerade, welchen Smackdown-Song ich als den perfekten Smackdown-Song ansehe. Aber du kannst weiterreden. Bei Raw, also ich fand den Tonight is a Fight oder wie der hieß, den fand ich ziemlich gut. Tonight is a Night. Genau, den. Ja. Ich, also ein bisschen meine Schiene. Ich überlege gerade, warte mal, an welchen Song denke ich gerade? Ich glaube, ich den hier. Genau. Ich finde Rise Up von SmackDown 2005 bis 2008 die Musik. Ist der perfekte Theme-Song für ein Wrestling, für eine Wrestling-Show. Mhm. So stelle ich mir Wrestling-Theme-Songs vor. Impact, weiß ich nicht, edgy, lautschreiend, Gewalt. So sollte für mich ein Wrestling-Theme-Song sein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder im Chat, wie ihr das ansieht. Ja. Was erwartest du dir von SmackDown? Wie meinst du, sollte SmackDown das toppen? Oder schaffen die überhaupt, Raw zu toppen? Also ich würde sagen, schwierig, weil Raw hat auf jeden Fall das bessere Star-Potenzial. Sie haben die besseren Picks für mich gehabt. Und es wird schwer auf jeden Fall für SmackDown das zu toppen. Ich denke, die Show wird ähnlich anfangen wie Raw. Dass erstmal wieder Dean Ambrose gelobt wird, dass er den Titel bei SmackDown gehalten hat. Ja. Dann wird der ganze Brand rauskommen und dann wird's so ähnlich hier wie bei Raw für einen Number One Contender die Turniere, sag ich mal, geben. Kann ich mir gut vorstellen. Ich bin gespannt, wer dann dort Number One Contender wird, ob es dann wirklich so ein Cena wird oder so ein Randy Boring oder so. Weiß ich nicht ganz. Ich habe kurz bei YouTube in meinem Ankündigungsvideo eine ganz kurze Umfrage gemacht und zwar: Was sagst du zu Raw? Drei Auswahlmöglichkeiten, Daumen hoch, Daumen Mitte, Daumen runter. Schätz mal, in welchem Verhältnis Daumen hoch, Daumen runter und Daumen Mitte gewotet wurde. Bei 200 Stimmen. Oh, ich würde sagen, also ungefähr so 100 gehen top, 50 mittel und 50 schlecht. Nee, mach mal in Prozentzahlen, das kann ich so nicht berechnen. Also, da machen wir 50 ist Daumen hoch, okay. Und jeweils 25 Mitte und runter. Da bist du aber sehr pessimistisch. Die Leute, die mein Ankündigungsvideo gesehen haben, bei diesen drei Auswahlmöglichkeiten, die man auch als, weiß ich nicht, sehr eindeutig sehen könnte, haben die Leute tatsächlich für 91% Daumen hoch gewotet, 7% Daumen Mitte und 2 Daumen runter. Wahrscheinlich im Vergleich zu den anderen, keine Ahnung, wieso. Alles klar, wie war nochmal dein Vorname? Max. Max, vielen Dank, dass du angerufen hast. Hast du noch irgendwas loszuwerden? Nee, also ich muss bloß sagen, ich fand die Raw gut. Battleground war auch akzeptabel. Ja. Und ja. Alles klar. Vielen Dank fürs dabei sein. Okay. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Und da ist er weg. Ist das nicht fantastisch? So, jetzt probieren wir direkt nochmal den Perky. Ich hoffe, er ist jetzt da. 3, 2, 1. Ist der Perky da? Perky, hast du dein Mikrofon eventuell stumm geschaltet? Oben, unten links, rechts neben deinem Namen, unten links. Ist die Option dafür. Falls nicht, frag kurz im Chat. Wir nehmen den nächsten einfach rein. So, wen hätten wir denn noch? Guck mal, der Eliminator. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat. Hallo. Hallo. Stell dich doch kurz vor. Ich bin der Johnny, 15 Jahre alt. Ja. Okay, worüber möchtest du reden? Perkis fragt gerade im Discord-Chat, was abgeht. Der kommt wahrscheinlich überhaupt nicht klar. Worüber möchtest du reden? Also, worüber ich mich schon die ganze Zeit die Gedanken mache, was will SmackDown jetzt noch bringen, um die Raw von gestern zu toppen? Das ist natürlich eine gute Frage, die ich ebenfalls gerade gestellt habe. Also sie müssen ja wirklich, die Raw-Ausgabe hat ja davon gelebt, dass Leute gewonnen haben, wo man sagen würde, okay, die alte WWE, in Anführungsstrichen, hätte den beiden oder wen auch immer nicht die Chance gegeben, diesen Upset-Sieg davon zu tragen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer würde sich qualifizieren dafür?
Wer im SmackDown-Roster ist so ein Smartmark-Liebling, wo man sagen würde, okay, das wäre richtig cool, würde der irgendwie gewinnen? Beziehungsweise du hast ja schon so einen halben Smartmark-Liebling als Champion, so, das ist halt das Problem, so, ne? Du könntest, weiß ich nicht, die IC Championship könntest du abgeben oder irgendeinen krassen Upset machen, aber irgendwie so richtige OMG-Moments, wo man sagt, boah, damit hätte ich nie gerechnet, fällt mir auf Anhieb nicht ein. Problem ist nur, wenn die Leute auf YouTube das sehen, dann lachen die über uns und sagen entweder, haha, SmackDown war langweilig oder haha, SmackDown war so geil, Franz, warum hast du nicht daran gedacht? Ja. Aber was ich auch sehr überraschend fand, war jetzt das Steven-Match, das hat Titel gewechselt hat, obwohl gestern Battleground war, wieso haben sie da nicht das Titel-Match gemacht und haben sie da den Titel wechseln gelassen, wegen die Fehde war jetzt sozusagen so lange und dann entweder bei SummerSlam den Titel zu machen oder wenn bei Battlegrounds, aber nicht in einer normalen Raw-Folge. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Titelwechsel bei Raw geben einer Raw-Ausgabe etwas mehr, wie soll ich sagen, Credibility, dass man auch bei Raw einschalten sollte, wenn man Titelwechsel erleben möchte und so weiter. Wenn man die Zuschauer nur darauf trainiert, dass die ganzen wichtigen Ereignisse nur bei Pay-Per-Views oder Special-Veranstaltungen stattfinden, dann guckt keiner mehr die Weeklies. So, weil du guckst ja, ach, keine Ahnung, so eine Art. Und ich fand das schon okay und dementsprechend, ich meine, die Sinn macht es schon, weil Sasha hat ja Charlotte zum Tapen gebracht bei Battleground und dadurch halt die Erlaubnis bekommen, dann gegen sie one-on-one anzutreten oder irgendwie sowas in der Art. Willst du SmackDown live gucken? Sehr wahrscheinlich. Ja. Und mir fallen keine Fragen mehr ein. Hast du eine Frage noch an mich? Nee. Alles klar. Alles klar. Haust rein. Ciao, ciao. So, der Perky. Jetzt hat er sein Mikrofon stumm geschaltet. Er schreibt die ganze Zeit. Er kann mich hören, ich ihn aber nicht. So, jetzt hören wir mal rein. Ich hoffe, Perky hat in seinen Audioeinstellungen alles eingestellt. 3, 2, 1. Perky, bist du am Start? Perky, du hast dein Mikrofon nicht an. Und ich sehe auch, dass nichts ankommt von dir, weil dein Icon nicht leuchtet. Unten, also dein Mikro ist nicht gemütet, das sehe ich ja. Aber kannst du in die Benutzereinstellung einmal bitte gucken, ob Audio nicht aktiviert ist. Wenn du über den Webbrowser gerade Discord offen hast, dann kann es sein, dass dein Browser dein Mikrofon blockiert. Dann empfehle ich dir, den Discord-Client runterzuladen. Dort hast du solche Probleme nicht. Wir hören uns später. Schreib mir, wenn du ready bist. Und mach am besten irgendwelche Soundtests in der Lappmalam-Wartehalle und frag die Leute, ob die dich hören können. So, und das ist wieder raus. Als nächstes nehmen wir den guten Oma565. Hallihallo. Sprich mit mir in 3, 2, 1 und tschüss. Und dann nehmen wir jetzt den guten Lumix WWE. Hey ho. Ah, hallo. Stell dich doch mal kurz vor. Ja. Julian, warum heißt du Lumix WWE? Sag doch mal. Um die Leute ein bisschen zu trollen. Ja, ich wollte schon sagen. Jetzt habe ich extra Lumix WWE genommen. Ja, erzähl. Ich kann mich auch umbenennen. Ja, ist kein Problem. Erzähl doch mal ein bisschen was zu Raw und was für eine Frage du hast. Das war so geil. Bei Raw, finde ich, muss ich sagen. Also erstmal die Stage und so und die ganze Aufmachung. Wird alles so frisch. Das ist einfach. Ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass die Raw ein bisschen besser wurde. Ja. Ja, das ist allgemein dieses Feeling von Fresh. Problem genau, ist nur, wie lange schaffen sie es, dieses Gefühl anzuhalten, wo man sich als Zuschauer denkt, okay, ich weiß nicht, was als nächstes passiert. Und davon lebt doch Wrestling, dafür guckt man Wrestling, ja, ne? Wenn die Shows gut booken, also wenn die jede Show so booken würden wie jetzt, würde ich auch immer noch dranbleiben. Ja, klar. Und eine Frage habe ich, was findest du an dem Theme-Song nicht so gut? Habe ich ja gesagt, der hat für mich keinen Impact, der ist für mich so glatt geschliffen. Erstens hat er, weiß ich nicht, wenn ich den Song höre, dann will ich nicht Wrestling gucken, dann will ich, keine Ahnung, dann will ich nach Hause gehen, weil mir der Song so 2010 ist. Ich finde ihn perfekt, muss ich sagen. Also ich finde auch, jetzt geht es auch mal einen Schritt in die richtige Richtung. Besser als irgendwie Turn It Up oder so, oder hier der Smackdown-Song von... Ja, also Tonight, ich finde ihn auch besser als Tonight is the Night, das auf jeden Fall, aber der ist mir noch nicht Wrestling-Theme-Song-mäßig genug. Ja, aber es geht in die Richtung, das ist doch schon mal was Gutes. Ja, und dann kommt der nächste Theme-Song in 2 Jahren und der ist dann wieder scheiße. So, ich sehe den nicht kommen. Vielleicht nicht. Echt doch nicht.
Also ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass es in die richtige Richtung geht mit allem so. Ja. Mit Finn Balor und so. Ich hatte nie gedacht, dass er ihn, Finn Balor, was auch so, sorry, dass Finn Balor Roman Reigns clean besiegt. Ja, war krass, ne? Ein Besen gefressen. Ja, das war heftig. Auch, dass es auch nur, na, nochmal, auch wenn ich es nur durch Spoilern erfahren habe, weil ich bei der War eingepennt bin. Was? Leider. Ja, ich bin, hab mich so aufs Sofa gelegt, hab mir so gedacht, ja. Deswegen hat man kein Sofa, so wie ich. Ich war auch nicht einpennen während Raw. Ja, das ist eine gute Idee. Naja, genau. Okay, Julian, jo. Hast du sonst noch was? Nö, eigentlich nicht. Alles klar, danke mich für den Anruf. Wir hören uns. Jo. Ciao. Tschüss. Und ich glaube, Perk ist wieder am Start. Ich hoffe doch. Moment. Auf jeden Fall. Perkix wäre sehr cool, würdest du mir Johannes. Hat Perkis sich mittlerweile gemeldet und kann er in der Wartehalle mit den anderen Leuten sprechen? Das wäre schon mal ein Riesenfortschritt. Falls ja, gib mir bitte das Zeichen, dann hol ich ihn direkt rein. Ohne das Zeichen hol ich ihn jemand anders rein. Okay, nehmen wir so lange Sascha. Hallihallo Sascha! Hallo. Na? Na, alles klar. Bei mir ist alles supi. Auf geht's! Jo, ich wollte mit dir etwas über das Women's Match reden. Ja. Also, wie findest du es, dass Sasha Banks gewonnen hat? Verdient? Ist okay, freue mich. Hm. War natürlich überraschend, dass sie gewonnen hat. Der What the fuck Moment of the Match war natürlich dieser Suicide Dive, wo Lita damals gegen Trish so auf den Nacken gelandet ist. Jedenfalls sah es so aus. Anscheinend ist in den letzten 2-3 Tagen so die Frequenz der komischen Bumps, der gefälschten Bumps, so in die Höhe gestiegen. Ja. Haben wir, glaube ich, sehr viel Glück, dass sie da noch keine ernsthaft verletzt hat. Entschuldigung. Ja. Und ja, ansonsten haben beide ihr Bestes gegeben. War ein schönes Match. War ansehnlich. Natürlich ein paar einzelne Botches. Aber ich bin ganz zufrieden. Charlotte braucht ihn nicht unbedingt als Champion, obwohl sie nicht die schlechteste Wahl ist. Ich hoffe wirklich, dass sie nicht Nia Jax jetzt innerhalb von einem Monat ins Main Event von der Women's Division pushen. Ich kann die nicht sehen. Hast du gesehen, wie viel Angst die Zuschauer hatten und wie beeindruckt sie waren von ihrem Debüt? Null. Oh ja, niemand hat sich interessiert. Sie hat der Entrance am Anfang, weißt du, der Entrance am Anfang basiert darauf, wo halt so ein Close-Up ist auf ihr Gesicht, dass sie eine gute Mimik und eine ernsthafte Mimik hat. Aber sie hat keine Fähigkeiten, irgendwie Gefühle über ihr Gesicht auszudrücken. Da siehst du nur, weiß ich nicht, Schminke. So, mehr siehst du da nicht. Und einen Ball. Das stimmt. Sie guckt immer gleich, sag ich mal so. Also, am Ende des Matches hat sie etwas gelächelt, aber dann war es das auch schon wieder. Mit einem anders gucken. Ja. Also wirklich kein Mimik und Gestik. Nee, bei Women's Match, da hatte ich zweimal auch richtig Angst bei dem Bump von Sascha, wo sie Suicide Dive gemacht hat. Da dachte ich so, ach du Scheiße. Wie bei Sammy, da hatte ich echt Angst. Und bei Big E auch, beim Battleground da. Ja. Hatte ich echt Angst auf jeden Fall. Ansonsten, das Match war natürlich schön, also auf jeden Fall. War auch, das beste Match des Abends nicht ganz vielleicht, aber war auf jeden Fall. Nee, das nicht. Der Women's Match echt klasse. Aber worüber wir noch gar nicht geredet haben, gehen kurz weg von der Women's Division. Die Cruiserweight Division, die angekündigt wurde letzte Woche, die ist noch gar nicht intakt. So. Da gab es dann so einen kleinen Teaser von wegen Cruiserweight Division is coming next oder is coming soon or whatever. Problem ist aber nur, es ist nicht die Rede davon, also es macht so ein bisschen den Anschein, als würde man einfach Leute von einem Cruiserweight Classic bei Raw auftreten lassen, weil man halt die ganze Zeit Videosegmente davon nutzt. Auf der anderen Seite kann ich mir das aber schwer vorstellen. Was meinst du, wie das aussehen wird? Na, denke ich auch nicht. Also ich habe mich auch gewundert, wo ich den Trailer gesehen habe, wurden da wirklich nur Szenen vom Cruiserweight Classic gezeigt. Dachte ich schon, nehmen sie wirklich die ganzen Stars von dem Turnier und machen da daraus die Cruiserweight Division? Ich weiß nicht. Das wäre vielleicht natürlich ganz interessant, aber irgendwie auch, weiß ich nicht, kann ich gar nicht beschreiben, was ich davon halten soll. Eine kurze Frage, vielleicht weiß das hier jemand, ohne bitte zu spoilern, ist denn das Cruiserweight, vielleicht weißt du das ja auch, ist das Cruiserweight Classic schon komplett aufgenommen oder sind die noch nicht fertig von den Tapings her? Wie weit haben die getaped? Weil wenn die irgendwie erst bis zum Halbfinale sind oder so, dann könnte man, nein, ist es nicht.
Nur Runde 2 ist fertig. Okay, nein, noch nicht. Und daraus vielleicht könnte man das dann ja irgendwie damit kombinieren. Weiß ich nicht. Und dann aus den Top 5 oder so neue Leute rekrutieren, beziehungsweise irgendwelche Leute zu akquirieren, die nicht wirklich einen WWE-Vertrag haben, sondern auf Zeit arbeiten, so wie Tommaso und Johnny Gargano oder so in der Art. Das wäre sehr interessant, würden sie wirklich jede Woche so Independent-Leute so ranbringen, wo man nie weiß, wen bringen sie jetzt und wo man nicht schätzen kann, okay, diese Leute haben sie aus dem Pool, wen holen sie jetzt ran? Das wäre ziemlich cool. Das stimmt, ja. Naja. Jo. So. Achso, soll ich reden, okay. Ja, ja. Im Women's-Match fand ich nur etwas, naja, ich sag mal blöd, dass der Titelwechsel wirklich schon bei Raw war. Ich finde, der hätte auch beim SummerSlam sein können. Das wäre etwas ein größerer Moment gewesen. Klar, größeres Event, das ist natürlich klar. Fand ich für den großen Moment von Sasha Banks etwas schade. Ist nicht schlimm, sie hatte immer noch ihren großen Moment. So erster Raw der neuen Ära, gleich so ein Titelwechsel, Women's Division und so weiter. Sie revolutioniert das Ganze und so. Ist das ganz gut, aber ich hätte es beim SummerSlam besser gefunden. Vor allem, weil man die Fehde so aufgebaut hat. Ja. So lange aufgebaut hat und dann sozusagen so den langen Sentile-Gewinn von Banks macht. Weiß nicht. Also beim SummerSlam wäre schöner gewesen, finde ich. Ja, also ich überstreiten. Ich finde, hat hier schon seine Berechtigung gefunden, indem es halt, wie du schon sagst, die erste Raw in der neuen Ära ist. Mal sehen, wie lange sich das ziehen wird. Sascha, vielen Dank für deinen Anruf. Jo. Wir hören uns, ne? Oh, danke. Jo, mach's gut. Ciao, ciao. Das war der Sascha. Ein letztes Mal probiere ich Perky. Vielleicht auch ein vorletztes Mal. Perkix ist in der Leitung in 3, 2, 1. Hey. Yo! Er hat es geschafft, ich fasse es nicht. Was war das Problem? Ich weiß nicht. Mein Firefox-Browser hat irgendwie ein Riesenproblem. Das funktioniert auch nicht bei WhatsApp, Web. Ich bin ja ein Fan von Sprachnachrichten und die funktionieren dann auch nie. Habe ich ja gesagt, der Browser blockiert dein Mikrofon. Franz wusste es von Anfang an. Perkix, was geht denn ab bei dir? Oh. Mann, oh Mann, richtig krass. Ich meine, es ist die letzte Schulwoche hier im wunderschönen Bayern, aber es ist trotzdem so viel um die Ohren. Morgen muss ich mit meinem Seminar ein Konzert veranstalten. Die Organisation ist chaotisch wie sonst was. Es ist wirklich super schwierig, ein Konzert zu veranstalten. Es hört sich so einfach an, aber im Endeffekt muss man da so viele Sachen bedenken. Kann ich mir wir sehr gut vorstellen. Wir wissen jetzt noch nicht, wo wir das veranstalten. Das findet in weniger als 24 Stunden statt. Auch nicht schlecht, aber wir kriegen das hin. Ich bin ja sowieso ein Fan von Spontanität. Ja, und von daher mal sehen, wie das alles enden wird. Perkix. Joni. Das ist mein Name. Das sind meine Namen. Wie krass hast du dich gefreut, als du bei Raw gesehen hast, dass es, wie von dir gewünscht, neue Kameraperspektiven Alter, gibt? Alter, wie geil war das denn, Franz? Der Schminkarm! Das war doch so super. Ohne Witz, ich habe mich so gefreut. Ich meine, ich habe ja, wie ich es in der Review ausgedrückt habe, ein paar Forderungen gestellt, in Anführungszeichen so, ne? Ja, neues Design, neuer Theme-Song, den ich übrigens im Gegensatz zu dir perfekt finde. Also ich finde, das ist genau das, was ich brauche, um in so ein Wrestling-Feeling reinzukommen. Shinedown Enemy, einer der geilsten Theme-Songs. Naja, okay, ich sehe schon, du schüttest mit dem Kopf. Im Endeffekt, ich finde das, was man hier an Veränderungen reingebracht hat, richtig, richtig gut. Auch mit den neuen Kameraperspektiven. Man sieht das bei Lucha Underground, die eben einen ganz, ganz anderen Stil fahren, was jetzt so die Kamera, Kamerawork und so weiter angeht. Und das wirkt halt einfach neu. Ich hatte bei Raw diese Woche das erste Mal wirklich dieses neue Ära-Feeling, von dem immer alle reden. Und das war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und bitte mehr davon. Wie lange meinst du, schafft es die WWE, dieses freshe, neue Feeling aufrechtzuerhalten, bis sich die gewohnte Stagnation in den Shows wiederfindet? Gute Frage. Muss man ein bisschen differenzieren, finde ich. Also einmal darf man nicht jede Woche sowas erwarten, wie wir da bekommen haben. Das war klar. Jetzt nach dem Brandsbild, man wollte direkt überzeugen, man hat krasse Matches angesetzt, zwei Fatal Four Ways mit einem guten Main Event, man hat sofort Finn Balor perfekte Main Roster etabliert und so weiter, und das war schon auf jeden Fall sehr, sehr gut und man hat da richtige Schritte eingeleitet, aber man kann jetzt natürlich nicht jede Woche von einem Titelwechsel ausgehen, von einer Number One Contender Decision, von einer WWE Titelankündigung und so weiter. Klar, es gab auch diese Episode Lowlights.
Und das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Ich glaube nicht, dass WWE das konstant gut weiterführen wird. Beziehungsweise ich glaube, dass sie ihre durchschnittliche Show-Qualität verbessern können. Aber das ist nun auch die Frage, da muss man wirklich abwarten. Ich glaube, sie werden durchschnittlich ein bisschen besser werden, aber jetzt auch nicht jede Woche sowas wie diese Woche abliefern. Wenn du dir es aussuchen könntest, wie würdest du die Universal Championship designen? Wie sollte die aussehen, damit nicht wieder 80% der Fangemeinde sagt, boah, WWE sieht die Championship das scheiße ist, aus. Das ist einfach, ich meine, Leute, jeder hat gehatet beim Logo, was ich nicht schlecht finde. Es ist einfach, es läuft nicht alles super, es sieht nicht alles geil aus, aber im Endeffekt ist es auch so, dass sich jeder immer aufregt, wenn was Neues kommt und man sich dann erstmal gewöhnen muss und so weiter. Das neue WWE-Logo fand auch jeder scheiße. Ich find's besser als das alte, ja. Und viele, die das auch scheiße fanden, finden es besser als das alte mittlerweile. Man muss sich einfach reinfinden, man muss sich daran gewöhnen. Was trinkst du eigentlich Schönes an diesem wunderschönen Dienstagabend? Immer noch Booster, ich trinke nichts anderes. Ich muss, immer noch? Naja, okay. Ich muss noch ein Essay schreiben gleich. Ach, Franz. In Englisch. Boah, ich mache mir so Sorgen wegen dem Konzert morgen. Was ist das für eine Band? Irgendwie eine Kroten, irgendeine Schülerband oder so weiter, oder wie? Wir machen so eine Veranstaltung für einen guten Zweck mit mehreren Musikgruppen. Also für den Friends-Spendenfonds? Das wäre tatsächlich auch ein guter Zweck, um Bedürftigen zu helfen. Aber nein, ich habe mich natürlich nicht für den Friends-Spendenfonds entschieden. Leider. Nein, ich habe hier in Kulmbach gibt es eine Organisation, die sich um verwaiste Kinder kümmert. Und ja, die haben wir uns ausgeguckt. Ja, auch gut. Kann ich mitleben. Gerade so. Meinst du, du wirst jetzt durch den, also man muss natürlich jetzt darauf warten, wie SmackDown jetzt abliefert, wo ich mir nur sehr schwer vorstellen kann, dass die auch nur ansatzweise ans Niveau ran, also ansatzweise vielleicht schon, weil Raw hat ja davon gelebt, dass coole, neue Leute eine Chance bekommen und irgendwie einen kleinen Durchbruch schaffen. Wen hat SmackDown, um das Gleiche zu erledigen? Chad Gable und Jason Jordan fallen mir da fast nur ein. Ja, also einmal natürlich die beiden, die jetzt hier in der Tag Team Division von SmackDown aktiv sein werden. Ich denke, man wird bei SmackDown vor allem Fokus jetzt erstmal auf AJ Styles legen, auf Bray Wyatt, Dean Ambrose als WWE Champion. Bin ich sehr gespannt, wer der neue Number One Contender wird. Wie wird es weitergehen mit Cena und Styles natürlich? Wird man Kalisto wieder eine Möglichkeit geben zu scheinen? Wie sieht's mit Randy Orton aus und so? Randy Orton ist ja tatsächlich bei SmackDown, während Lesnar bei Raw ist. Wie will man das Ganze aufbauen? Was geht man da für Schritte? Bekommt Tyler Breeze wieder eine Möglichkeit, hier irgendwie ein bisschen abzugehen? Er ist ja jetzt tatsächlich mit Fandango hier bei SmackDown, ne? Fandango ist auch im Start, ja, genau. Also, finde ich auf jeden Fall nett. Und ich glaube, ich meine, wenn man sich die Roster anschaut, wenn man die vergleicht, dann ist das Problem, dass dass der Kader von SmackDown deutlich schwächer ist. Und weiß ich nicht. Da kann man drüber streiten. Ich finde die relativ gut ausgeglichen. Das war ja einer meiner Kritikpunkte, dass ich sage, Raw und SmackDown oder die Roster von den beiden unterscheiden sich, also sind nicht so krass differenzierbar. Beide haben coole neue Leute, haben etablierte Leute, haben Tag-Teams, haben Frauen, die alle gut sind oder die haben, also alle von allem ist ein bisschen dabei bei den Rostern, und das war ein Kritikpunkt von mir, dass man nicht sagen kann, okay, SmackDown ist bekannt für Cruiserweights und Smart Marks, Lieblinge, Indie Guys, whatever, und Raw sind die etablierten. Jetzt haben beide Brands von allem ein bisschen, und das finde ich eigentlich nicht gut. Das Ding ist, man findet schon klare Unterschiede, finde ich, vor allem was die Star Power angeht. Also klar, Cena hat die Star Power von 10 neuen Leuten. So. Na ja, klar, aber neue Leute haben auch keine Star Power, ja? Oder kaum. Ich meine, 10 mal 0 ist auch 0, meinst du? Wenn man, ja, wie bei der Rauschentfernung, ne? Ja, das habe ich immer noch genauso in Erinnerung, wie du mir die Rauschentfernung beigebracht hast. Stimmt. Raw hat ja New Day zum Beispiel im Kader, die super abgehen. Brock Lesnar, der nächste Woche da sein wird. Cesaro, Cruiserweight Division, Enzo und Cass, Finn Balor,
Kevin Owens, Sami Zayn, Neville, also da sind so viele Leute drinnen, die einfach Tiefe da reinbringen, mit Seth Rollins, Reigns auch noch und bei SmackDown, also da finde ich, ist viel weniger Tiefe im Roster und das wird es schwierig machen für SmackDown. Ich glaube nicht, dass SmackDown würdig heute Nacht eine Show auf gleichem Niveau wie, wie Raw präsentiert, aber ich denke auch nicht, dass es schlecht werden wird. Ich stimme dir zu. Perky. Achso, meine ursprüngliche Frage war, oder worauf ich eigentlich hinaus wollte, meinst du, dass du jetzt wirklich jede Woche montags und dienstags nachts aufbleiben wirst, um nur um die Show zu gucken? Wird es die WWE schaffen, wirklich beide Shows konstant ansehbar zu machen, wo man sagen würde, nein, ich gucke mir nicht später die Highlights an, ich muss mir live angucken, weil ich nicht Spoiler in Kauf nehme. Ja, also ich denke schon, dass sie davon auf jeden Fall profitieren werden. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Das Problem wird allerdings werden, dass man diese Qualität, die man jetzt anfangs geboten hat, nicht halten kann. Aber das ist auch völlig normal, ja. Ich habe jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall Ferien bis Mitte September und werde auf jeden Fall versuchen, jede Woche live zu gucken. Wenn man schon mal die Möglichkeit hat, in der Schulzeit werde ich das auf keinen Fall machen. Das bringe ich überhaupt nicht unter. Aber ich kann es mir auch übrigens nicht erlauben, eine Raw ohne Skippen zu schauen, während ich Schule habe. Sowas wie Entrances zum Beispiel, die einfach absehbar sind, die muss ich einfach überspringen, weil sonst komme ich da überhaupt nicht mehr hin. Also ich habe einen sehr knapp bemessenen Terminplan. Ich habe keinen Terminplan, aber ich habe halt ultra viel zu tun. Ich weiß. Hörgi, vielen Dank für den Anruf. Wir hören uns. Danke, ne? Dass du mich reingeholt hast, dass du so viel Verständnis hattest für meine technische Unverständnis. Ja, und ich von Anfang an wusste, wo das Problem ist. Naja. Richtig. Haust rein, ciao. Ciao, ciao. So, wir haben 45 Minuten um, aber ich habe noch ein bisschen Bock, mit euch zu labern. Wer möchte denn noch? Wen haben wir denn zum Beispiel in der Lappmaler im Wartehalle, wenn er nicht dran war? Zum Beispiel Roman möchte reden. Über mein wunderschönes Liebesbild mit Pollyanna. Darüber möchtest du reden? Nein, ich habe gerade, ja, darüber möchte ich auch reden, aber... Ich hab's im Stream kurz gezeigt. Ich finde das so süß. Du hast mich gerade mitten im Satz aus der Lobby geholt. Ja, sorry, hab ich gemerkt. Roman, wo ist dein Thema? GWF? Ja, auf geht's. Orlando gegen Spalter. Championship-Match. Wann ist irgendwie angekündigt oder was? Ich verstehe gerade den Zusammenhang. Heute angekündigt für okay. Battlefield. Geile Sache, warte mal, das muss ich mir erstmal kurz angucken. General Federation. So, Tatsache, Heavyweight Championship Match. Warte mal, Moment. Und ja, das Bild von mir und Polly ist einfach großartig. Ich zeig's nochmal ganz kurz im Stream. Links ist Roman, da ist Pollyanna. Ist das nicht süß, wie die beiden sich verliebt angucken? Ist das nicht fantastisch? Ich feiere das so sehr. Ich hab so gefeiert, als ich das die Leute hören mich gar nicht, so jetzt nicht. Ja, hat er. Ich habe so gefeiert, als ich das gestern gesehen habe. Ja. Ich habe mich auch mit dem Fotografen gleich geschlossen. Mit dem Sting. Das ist ein YouTuber, den ich früher geguckt habe, als ich angefangen habe auf YouTube. Der Sting, der hat früher iPhone-Case-Accessoires-Reviews gemacht. Ja. Und er hat mir erzählt und ich habe mich mit ihm geeinigt, dass ich in Zukunft seine Bilder mit für meine Videos benutzen darf, wenn ich ihn nenne. Und das ist cool. Das ist ja fantastisch. Ja, da freue ich mich doch schon sehr auf dann September. Ist er leider noch ein bisschen hin. Aber ja, dafür dann gleich direkt zwei Shows. Sommerpause, Winterpause, ja klar. Was sagst du denn dazu, dass die WXW jetzt auch eine Frauenshow machen? WXW sucks. Die können mich mal an meinen Eiern lutschen. Also ganz ehrlich, ich hasse sowas. Das geht mir so auf den Sack. Dieses, oh, guck mal, die machen eine Frauenshow, dann müssen wir das jetzt auch machen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange sie es selber schon geplant hatten. Ich will da niemanden irgendwelche schlechten Intentionen in den Mund legen. Ich schon. Ja, aber du machst, dir ist halt ja sowieso egal. So, ne? Nein, aber ich finde sowas immer, erst kommen sie nach Berlin auf den gleichen Termin, sowas finde ich schon mal ultra für den Arsch. Ja. Und dann macht man sowas nach, finde ich auch ultra für den Arsch. Ja, und dann Battlefield auf jeden Fall noch das Rumble. Mhm. Da ist mein heißer Tipp, Erkan. Oh Gott. Ja, Gott. Nur die Harten kommen in den Garten. Ja, also,
Na, da bin ich ja mal gespannt, da bin ich ja mal gespannt. Tipp an euch alle, für alle, die sich immer gefragt haben, wo kann ich GWF gucken, und ich habe kein Geld für Vimeo. Aktuell kommt jede Woche Montag das European Tag Team Tournament in Pats immer wieder hochgeladen auf dem GWF YouTube Channel. Das heißt, ihr könnt euch dort gratis Matches angucken. Sollte man gucken. Genau, und da kann man, ich glaube, 2 Folgen sind schon online, oder? Ich glaube 3, aber es können auch 2 sein. Ja. Und da könnt ihr immer beobachten, bei den, ach, die Entries sind nicht drin, das ist doof. Aber ihr seht meine Gang. Ihr seht ihr immer irgendwo im Hintergrund. Entweder seht ihr mich oder ihr seht Roman oder ihr seht Johannes oder wer auch immer da am Start ist, Thomas vielleicht noch. Irgendwo sieht man uns immer. Ja, und wir sind immer auch auf fast jedem Foto drauf. Ja, so gehört es das ja auch. Und bei jedem Einzug. Da auf jeden Fall. Ja, da auf jeden Fall. So gehört Alter, da muss ich ja schon um 10 Uhr da sein. Leck mich am Arsch. Wo? Nochmal. Ja, bei GWF denn. Frauenshow fängt um 14 Uhr an. Ja. 4 Stunden vorher, so wie sonst. Ach, auch. Du, ja. Du musst ja da sein. Aber ich glaube nicht, dass bei der Frauenshow viele Leute vorher anstehen werden. Ich will meinen Platz. Ich mach den Sheldon. Das ist mein Platz. Ja. Na, alles klar. Gut. Hast du noch irgendwas loszuwerden, Roman? Na, dein Tipp für Rumble und Orlando gegen Spalter. Oh, mein Tipp für. Wen hätten wir noch als ernsthafte Konkurrenten in der Heavyweight Division? Wenn Orlando nicht ist. Dann ist es halt schwierig. Boja, hier den ehemaligen Partner von Spalter. Oh nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht wieder Mike. Ach Gott. Wie hätten wir denn noch? Fabius Titus. Nein. Chris Cohen? Ja, Chris Cohen wäre ein guter Anbieter. Oder wieder Kiev oder so. Keine Ahnung. Man kann ja auch so ein Außenseiter sein, wenn man so möchte. Der am Ende nicht gewinnt. Vincenzo. Vincenzo. Das wird super. Das wäre wirklich super. Aber dazu muss er. Das wäre ja krass, wäre Doppel-Champion. So. Loserweight und Heavyweight. Wieso macht der Title versus Title? Der Gewinner wird. Einmal geswitcht. Genau. Das wäre ja fantastisch. Ja, gut, Dennis, mein Tipp ist dann Vincenzo. Okay. Alles klar. Gut. Und Orlando gegen Spalter? Ich sag Spalter verteidigt. Ich sag auch Spalter verteidigt. Alles klar. Gut, Roman. Okay. Vielen Dank für den Anruf. Wir hören uns. So, ich nehme noch einen Anrufer mit rein. Möchte noch. Wer ist denn Striker 15? Ich habe jetzt Johannes leider nicht drin gehabt, aber. Nee, doch, Johannes, der wollte beim letzten Mal und war dann, ach egal, hier. Johannes, okay. Sorry. Hallo. Mir ist eingefallen, du wolltest ja beim letzten Mal, aber hattest ja keine Zeit oder so, ne? Deswegen nehme ich dich jetzt ran. Ja, das war damals noch zu UFC 200. Ja. Erzähl das doch. Das ist inzwischen eine Weile her. Ist ja egal. Ja, jetzt gibt's ja auch noch das so mit dem Doping und WWE geht ja darauf jetzt nicht ein. Ja. Was ja ein bisschen eigentlich dämlich ist, weil das wird ja nun jeder mitbekommen haben, auch die, ich sag mal, Marx und Mainstream-Fans so. Klar, na, aber und, macht ja auch wahrscheinlich bei dem Gehalt, den sie lässt, der Zahlen auch Sinn, da einfach das Ganze zu verschweigen. Ja, natürlich, aber bei UFC wird er 2 Jahre gesperrt. Ja gut, dann kommt halt, ja, das ist ja wahrscheinlich Lesnar egal. Ja, so. Nur, es gab ja am Tag vorher, bevor dieser positiv gemacht, ja. Der war aber negativ. Also, ja. Der muss ja dann am Tag direkt gedopt haben und was das für ein Sinn ist, ja dann auch eigentlich dämlich von ihm gewesen, sag ich mal. Hm. Ist natürlich noch die Frage, ich kenne mich leider in diesem ganzen Doping-Sektor nicht so ganz aus, ob jetzt wirklich sowas ist, also ob es jetzt wirklich so krass schlimm ist oder ob es irgendwie so eine Nebenzutat ist von irgendeinem Medikament, die ihm verschrieben wurde, ach keine Ahnung. Mir ist halt auch total egal, ob er dopt oder nicht, weißt du? Vor allen Dingen ist mir eigentlich wäre mir sogar egal, wenn Wrestling-Leute dopen. Vor allen Dingen, weil es dort nicht auf Wettbewerb ankommt, sondern halt um, weiß ich nicht, wie die gebuckt werden und auf deren Matchleistung, deren kreative Leistung. Ja, das ist mal eine gute Frage, Leute. Warum meint ihr, ist Doping im Wrestling verpönt? Kannst du mir das beantworten? Nee, nicht so richtig. Also es sind. Hast du meinen Stream noch an? Ich höre mich selber. Nee, ich habe den Stream nicht an. Ich kann höchstens leiser machen einfach. Okay. Naja, das ist halt immer auch natürlich schädlich für den Körper. Und wenn man die Langzeit bei den ganzen Leuten eigentlich ein Wunder, dass Vince McMahon noch nicht gestorben ist, was der an Steroiden gefressen haben muss. Ja, aber das Problem ist doch, Wrestling allgemein ist schädlich für den Körper.
So, ja, und dann ist ja alles ja, letztlich ist es ja die Sache von jedem Einzelnen, oder nicht? So, wie gesagt, wenn es um so Preisgelder geht, bei der Tour de France oder so, oder in irgendwelchen anderen Sportarten, komplett verständlich. Negat ist ein Nachteil. Aber bei einer geskripteten Show, weiß ich nicht. Also meintest du, du solltest sagen, ist es dann Privatvergnügen, ob ihr dopt oder nicht? Und genau. Das ist euch überlassen? Würde ich sagen. Bin ich der Meinung. Man kommt irgendwann dieser Zwang auf, dass man quasi gezwungen ist zu dopen, um einen besseren Körper zu haben. Weil man kennt ja Vince McMahon, dass so Leute mit so Kevin Owens-mäßig aussehen eher nicht so gerne reingenommen werden von ihm. Ja gut, ja stimmt. Dann baut man ja quasi diesen Druck auf, dass man dopen muss, und deshalb fände ich das auch nicht so klasse. Das ist ein gutes Argument. Ich bin jetzt auch nicht vom Körperbau ausgegangen, sondern von der Leistung im Ring. Aber macht natürlich Sinn. Den Aspekt hatte ich jetzt nicht so im Kopf. Ich habe jetzt so leistungsmäßig bin ich davon ausgegangen, von wegen, dass man mehr Kondition hat und dementsprechend bessere Matches zeigen kann und längere Matches oder so. Ja gut, da hast du recht. Ja. gut. Was möchtest du noch loswerden? Ich würde gerne noch mal kurz über Bayley sprechen. Die wird ja jetzt wahrscheinlich bei NXT bleiben bis Brooklyn 2. Ja, also, okay. Und dann wird sie, denke ich mal, mit in das Raw Wars Roster stoßen, außer SmackDown kriegt noch einen eigenen Woman-Title. Und davor habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Weil so viele Frauen hat man ja gar nicht. Und die haben die machen ja mal diese 5-Point-Preview, wo sie halt Zeug reinschreiben, was halt passieren wird. Und da haben sie für dieses SmackDown drin, wird Tag-Team-Title oder einen eigenen Women's-Title geben. Ja. Und wäre dramatisch. Ich halte auch einen Tag-Team-Titel eher für wahrscheinlich, ja. Aber Tag-Teams kann man ja auch basteln einfach. Genau. Das ist ja nicht so. Aber beim Women-Title, der Eva Marie und Konsorten, das wäre dann nicht so praktisch. Oder die versuchen mal etwas neueren Ansatz. Und sagen, Hardcore-Title oder Intergender-Title oder Trios-Title. Irgendwie so wie sowas. Bei DDT der Iron Man Heavy Metal-Title. Der Name alleine schon. Naja. Perfekt. Gut, Johannes. Hast du noch was loszuwerden? Nö, eigentlich nicht. Vielen Dank für deine Zeit. Haust rein. Jo, ciao. Ja. Anscheinend hat man gerade meine Achselhaare gesehen. Ist so dschungelhaft da unten, das tut mir aber leid. Oh, vielleicht bin ich zu faul, mich zu rasieren. Wer hätte das gedacht? gut. Das war's dann mit Lappenalarm. Ein schönes Statement von mir am Ende, würde ich behaupten. Fantastisch. Das war's also mit Lappenalarm. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer weiteren Ausgabe. Dort habe ich dann endlich keine Prüfung mehr vor mir, bis auf Ende September, dann Mathe. Und hoffentlich werde ich alle Prüfungen bestanden habe, die ich jetzt in letzter Zeit geschrieben habe, mindestens 4-0, dass ich eventuell die nochmal nachschreiben muss in den September. Das wäre ziemlich cool. Das ist nämlich ein großer Vorteil, wenn du studierst, jedenfalls ist es bei uns so. Wenn du beim ersten Mal verkackst, kein Problem, du darfst in 2 Monaten nochmal schreiben. So, wenn du dann nicht schaffst, dann musst du das ganze Semester nochmal, musst du dich für den ganzen Kurs nochmal anmelden, nochmal ein Semester lang zu dem Kurs hingehen, beziehungsweise eventuelle Übungen bestreiten, damit du zugelassen wirst zur Prüfung. Und dann machst du den Test einfach nochmal. Wenn du aber beim dritten Mal verkackst, tja, dann bist du leider aus dem kompletten Kurs geschmissen. 3-Semester-Regel und so. Naja, Discord hat mir sehr gut gefallen als Prinzip. Eigentlich gefällt mir das ziemlich cool, wie man das mit Bewerbung noch hinkriegen könnte, überlege ich noch, keine Ahnung. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Daumen hoch für cool, Adblock aus, eure Meinung zu Raw in die Kommentare. Wie fandet ihr SmackDown so? Haben wir jetzt leider nicht besprechen können wegen Delay, Zeitverschiftung und so, keine Ahnung. Haut rein und